Wir sind miteinander unterwegs in den Erzeltern-Geschichten. Und in dieser Familiensaga haben wir auch einen Ast mit der Familie vom Lot. Und in den letzten Gottesdienst haben wir ja Geschichten über die Familie vom Lot und denen ihre Schicksal gehört. Und heute habe ich nochmal eine Geschichte zu der Familie vom Lot. Und es ist eine anstössige Geschichte, nicht nur für uns, sondern sie ist auch für die antiken Leser anstössig gewesen. Einfach das als Vorwarnung. Jetzt bei der amerikanischen Serie kommt jetzt da alle violent, sexuelle Gewalt und so weiter, kommt alles. Hören auf eigene Verantwortung. Ich lese euch vor aus Genesis 19 vom Vers 30. Der Lot und seine Töchter sind in die Stadt Zoar geflüchtet. Und das Gericht, das alles zerstört hat, hat wirklich alles zerstört, außer die Stadt, wo sie drin waren, Zoar. Und der Lot hat sich offenbar nicht so sicher gefühlt in Zoar und hat sich näher entschieden, lieber ins Gebirge zu leben. Und davon erzählt sie jetzt. Lot hatte Angst, in Zoar zu bleiben. Deshalb verließ er den Ort und zog hinauf ins Gebirge. Dort ließ er sich mit seinen beiden Töchtern nieder und lebte mit ihnen in einer Höhle. Da sagte die Ältere zu ihrer jüngeren Schwester: Unser Vater ist alt. Weit und breit gibt es keinen Mann, der uns heiraten könnte, so wie es überall üblich ist. Komm, wir wollen unserem Vater Wein zu trinken geben. Dann legen wir uns zu ihm und bekommen Nachkommen von unserem Vater. Noch in derselben Nacht machten sie ihren Vater mit Wein betrunken. Dann kam die Ältere und legte sich zu ihrem Vater. Er merkte weder, dass sie sich zu ihm legte, noch dass sie wieder aufstand. Am nächsten Tag sagte die Ältere zur Jüngeren: Gestern habe ich bei meinem Vater gelegen. Wir wollen ihm heute Nacht wieder Wein zum Trinken geben, dann gehst du hin und legst dich zu ihm. So bekommen wir Nachkommen von unserem Vater. Also machten sie ihren Vater auch in dieser Nacht mit Wein betrunken. Die Jüngere stand auf und legte sich zu ihm. Er merkte weder, dass sie sich zu ihm legte, noch dass sie wieder aufstand. So wurden die beiden Töchter Lots schwanger von ihrem Vater. Die Ältere brachte einen Sohn zur Welt und gab ihm den Namen Moab, das heißt vom Vater. Er gilt bis heute als Stammvater der Moabiter. Auch die Jüngere bekam einen Sohn, den sie Ben-Ami nannte, das heißt Sohn meines Verwandten. Er gilt bis heute als Stammvater der Ammoniter. Genau. Wir haben schon in Genesis 9 so einen speziellen Text entdeckt. Also. Und zwar haben wir die grosse Geschichte, die Sintflut. Das ist die grosse Linie, die Geschichte von der Sintflut, also vom Noah und seiner Familie. Und dann kommt in Genesis 9 eine Geschichte über die Söhne vom Noah. Eine peinliche Familiengeschichte, die nachher auch verweist wieder auf Völker, also Söhne, Sem, Japhet und Ham, die natürlich auch für Stellvertreter für Völker stehen. Hier haben wir herausfinden, dass der Vertrauensbruch, der passiert ist zwischen Mensch, Gott, zwischen Frau und Mann, dass der Riss weitergeht und sogar zwischen Sohn und Vater kommt. Und dass aus dieser
Schwachheit raus, die nicht geschützt wird vom oder Noah, der so oben getrunken ist, kommt dann Knechtschaft und Dominanz raus. Jetzt haben wir eine ähnliche Geschichte, sogar im Hebräischen gleich gestrickt. Wir haben eine grosse Geschichte, also, und zwar die Zerstörung von Sodom und Gomorra, also vom ganzen Jordantal. Das ist die grosse Geschichte. Und jetzt kommt hier wieder eine kleine, peinliche Familiengeschichte, die Töchter von Lot. Und wieder wird auf Familie verwiesen, nämlich auf den Moab und auf den Ammon, also auf Völker verwiesen. Wie man das auslegen soll, hat es noch Raum für euch. Genau, die Lea macht es richtig. Wow, also das sind alle relativ Alttestamentler und so, sie ratlos, es ist ziemlich ruhig. Und vor allem da bei diesem Kapitel ist es sehr, sehr ruhig. Ich habe eine Predigt abschreiben. Es ist nicht möglich. Es hat keine von meinen Pastoren, innen, Kollegen und Pastoren, hat da wohl in die Nordwand gehen. Okay, ich bin selber schuld. Also, wenn ihr noch eine Idee habt, dann seid ihr also höchst willkommen in der biblischen Auslegungswelt. Gut, jetzt gehen wir weiter. Erstaunlich ist, dass die Geschichten, oder die peinlichen Geschichten, oder die anstössigen Geschichten, einfach berichtend, erzählend uns zum Besten gegeben werden. Also überhaupt nicht wertend. He? Ganz, ganz einfach normal. Es wird einfach erzählt, so und so und so ist es gewesen. Und weil das ist, kann man natürlich jetzt ein bisschen auf alle Seiten auslegen. Also ich tue euch jetzt zum Beispiel nicht mal die negative Seite sagen. Die erste Geschichte, wenn wir heute zurückgehen, also zu der da, habe ich noch ein Beispiel. Der Tom hat letzte Sonntag von Wirkungsgeschichten erzählt. Also was hat die Geschichte für eine Wirkung gehabt irgendwo? Und von dieser peinlichen Geschichte von den Söhnen von Noah gibt es eine Wirkungsgeschichte. Und zwar haben christliche Vertreter von der Apartheid in Südafrika haben die Sklaverei so begründet, dass die schwarzen Menschen in Südafrika vom Ham abstammen, kann ich sagen, genau. Und die sind ja nach dem Text eben zur Knechtschaft verurteilt und bestimmt. Also folglich, sorry, Leute, was habt ihr? Die sind bestimmt für das, was sie kommen das über, wo für das, was sie bestimmt sind. Oder? Der Text will das ganz sicher nicht, aber man kann es so auslegen. Oder? Es ist gemacht worden. Jetzt unser Text, der wird auch oft also von neueren Auslegern negativ ausgelegt. Also das heisst zwar nämlich so, sie sagen, die Geschichte dient der Verspottung von Moab und Ammon. Also nach dem Motto, Moabiter und Ammoniter, warum sind die so blöd? Die sind durch Inzest gezeugt worden, da kannst du gar nichts anderes erwarten. Die sind so blöd, die müssen wir gerade erobern, oder? Also, das meint man, das geht um das, um quasi die Feindschaft zu zeigen, die auch die Stämme Israel durchaus mit Moab und Ammon hatten. Man kann das Ganze auch natürlich positiv auslegen. Und ist klar, dass da sich ein jüdischer Ausleger, der Benno Jakob, im letzten Jahrhundert ein grosser Bibelausleger, der sagt, nein, das ist nicht so, dass da hier eine Feindschaft zementiert wird oder beschrieben wird. Er hat dagegen und er sagt, Tora tut nie ein Volk aufgrund von seiner Entstehungsgeschichte anschwärzen oder diffamieren. Nie. Tora macht das nie. Und ich kann euch das auch zeigen. Im Deuteronomium 2,
genau, das ist 5. Buch Mose, Vers 9. Da geht es darum, also wie wird jetzt das Land verteilt und so weiter. Und da können wir lesen, da sprach der Herr zu mir, also zu Mose, es geht um die Verteilung vom Land, fordert die Moabiter nicht heraus, fängt keinen Krieg mit ihnen an. Auch von ihrem Land bekommt ihr nichts zum Besitz. Das Gebiet Ar gehört den Nachkommen Lots. Ich habe es ihnen als Besitz gegeben. Und dann Vers 19, es geht weiter die Verteilung. Da kommt, dabei wirst du in der Nähe der Ammoniter kommen. Fang keinen Streit und keinen Krieg mit ihnen an, denn ich werde dir auch von ihrem Land nichts geben. Es soll im Besitz der Ammoniter bleiben, weil ich es den Nachkommen Lots gegeben habe. Also, ihr seht, das ist, ja, Tora macht eine grosse Wertschätzung, also anerkennt die Gebiete an, also die gehören quasi dazu, die gehören also denen, die es Gott geschenkt hat, denen gehört es. Natürlich, könnt, im gleichen Buch könnt ihr euch noch einen Vers zeigen, zum Beispiel im Kapitel 23, wo sie sehr kritisch gegenüber den Moabiter sind und den Ammoniter, also vor allem gegenüber den Moabiter. Und zwar kommt jetzt das Folgendes, ihr mögt euch erinnern aus der Sonntagsschule, die Geschichte, wo der Mose kommt aus der Wüste, kommt er ins Land Moab und mit seinem Volk, oder? Und die halt die dort lagern, bis sie dann über den Jordan kommen. Also Moab ist im östlichen Gebiet und der Mose hat dann westlich wollen. Und dann sagen Moabiter: Wow, wie viele Leute das da kommen, die fressen uns ja alles kahl. Und haben also überhaupt nicht Freude gehabt, dass die da waren, oder? Die nehmen uns ja alles weg. Und sie haben dann den Bileam beauftragt, für die mal ein bisschen zu verfluchen. Das ist ja nicht gegangen, aber das haben sie nicht vergessen. Also im Deuteronom 23 wird gesagt, ein Moabiter darf darum erst nach der 10. Generation aufgenommen werden. Ist das Berner Oberland auch so schlimm? 10 Generationen muss da sein. Wie? Fast gar. Ja, okay. Gut. Fast gar. Okay, ja genau, seht ihr, das ist, gilt immer noch, das, ja, also, wow, der Christoph Gisler gesagt, im Wallis hat er behauptet, auf 2 Generationen, aber das war ja auch optimistisch gewesen, he? Das war ja optimistisch gewesen, okay. Also, ihr seht, solche Sachen, die gehen noch funktionieren. Jetzt zu den Situationen von diesen Frauen. Die Familie vom Lot ist wie ein brennendes Schitt aus dem Feuer gerettet worden. Das war wirklich extrem knapp gewesen. Und sie haben auf dieser Flucht einen grossen Preis gezahlt. Die Töchter haben ihre verlobten Männer oder ihre Männer verloren. Die sind umgekommen. Auf der Flucht ist die Mutter umgekommen. Es sind also nur noch der Lot, der Vater und die beiden Töchter überblieben. Und die Sippe vom Lot, die ist jetzt wirklich zum Ende verdammt. Weil die Mutter gestorben ist, gibt es auch keine Chance mehr, dass der Sohn auf die Welt kommen. Bei der Sarah ist die Möglichkeit ja immer noch da, oder? Ist zwar eine alte Frau, wird uns beschrieben, aber das Wunder kann immer noch passieren, dass die einen Sohn überkommt. Hier ist das nicht der Fall. Die älteste Tochter tut es schön pragmatisch zusammenfassen. Es ist weit und breit kein Mann mehr im Land. Wie Sarah, die auch auf die Idee um Verantwortung übernommen hat und auf die Idee gekommen ist, wie können wir die Situation lösen, hat ja Sarah vorgeschlagen, wir nehmen eine Alleinmutter. Dann haben wir auch ein Kind, oder? Und der älteste Tochter kommt auch eine Idee, wir brauchen einen Samenspender. Wir brauchen einen Samenspender, der kann so weitergehen. Die Töchter haben also in dieser aussichtslosen Lage Führung
und Verantwortung übernommen und werden jetzt die Not der Familie wenden. Und der Samenspender muss als erstes sediert werden. Und sie haben ihn betrunken gemacht und ich weiss, betrunkene Väter können wirklich für ihre Töchter eine Gefahr werden. Das ist real, das ist hier nicht gemeint. Wir verurteilen das. Betrunkene Väter, die für ihre Töchter eine Gefahr werden, das geht gar nicht. Hier haben wir einen absoluten Notfall, der ist sediert worden und es wird natürlich ein bisschen spöttisch gesagt, ja, der hat gar nichts gemerkt oder Also der ist einfach sediert worden und dann sind die Töchter tatsächlich schwanger worden und haben Kinder bekommen. Und es ist weitergegangen, wie wir da im Deuteronomium gesagt haben, sie sind Völker geworden. Und Ammann, sagt noch etwas, wir haben heute noch Bezug, Ammann, also Jordanien, oder, ist immer noch da. Also, und da sieht eigentlich, wie die eigentlich in der Urgeschichte miteinander verbandelt sind, oder? Man könnte es auch anders lösen, als man es jetzt macht. Man ist verbandelt. Okay. Ich behaupte, die Töchter, die sind zu ehren. Weil sie Konvention und so das Nasenrümpfen, wo Generationen von Christen, Generationen von Leuten, die das gelesen haben, Nasen gerümpft. Über die. Das haben sie ignoriert. Das haben sie aufgenommen. Und sie haben die Familie gerettet. Sie haben die Familie gerettet. Es ist weitergegangen. Wir haben zwei reale Völker jetzt da. Ich habe euch ein anderes Beispiel, wo Frauenkonventionen verletzen. Ich habe so einen Kurs gemacht für Schuldenberatung und dort, in diesem Kurs haben wir zum Beispiel von alleinstehenden Frauen haben wir so Berechnungen gemacht, wie viel eine Frau mit vielleicht zwei Kindern muss haben, dass sie überleben kann. Und schaut, was noch verrückt in der Schweiz, das ist ja von Kanton zu Kanton verschieden. Im Kanton Bern bist du am knappsten gehalten, weil der Staat die grössere Hang macht als zum Beispiel im Kanton Zürich. Und dann bin ich so in einer Gruppe gewesen, die das erarbeitet hat. Und dann war dort wirklich eine sehr taffe Frau gewesen, und die hat gesagt, ja, eben, sie reist mit ihrem Mann, ich weiß nicht, irgendwo in Afrika, das ist ja gleich. Afrika ist gross, ich tue es einfach so allgemein sagen. Und ihr Mann hat dort wahrscheinlich auf einer Missionsstation, wo sie unterstützt haben, einen Gottesdienst gehalten. Und dann sagt der Pastor von dieser Gemeinde, sagt also zu dem Schweizer Pastor, wenn du mir morgen im Gottesdienst das Thema Prostitution bringst, dann kommst du am Montag Morgen in mein Büro und gibst all diesen Frauen einen Job. Wir haben hier in dieser Gemeinde, also sogar eine christliche Gemeinde, Frauen, die sich opfern, die über Konventionen ausgehen, die sogar über die christliche Moral ausgehen, um ihre Kinder, um ihre Familie zu retten und zu ernähren. Und sie haben Platz in dieser Gemeinde und sie sind angenommen, sie sind von Gott geachtet. Schaut, in diesen Geschichten geht es um Identität. Also, es wird darüber studiert, ja, wie ist das Volk geworden? Oder auf was können wir uns zurückbeziehen? Also, das Volk Moab hat eine Wahnsinnsgeschichte, oder? Hat eine Wahnsinns-DNA. Und zwar geht die auf wirklich mutige Frauen zurück, die die Situation in die Hand genommen haben. Und schaut, scheinbar gibt es noch andere Frauen, die die DNA von Moab im Blut haben oder im Körper haben. Und nämlich die nächste berühmte Frau in der Bibel ist Ruth. Und was ist Ruth? Eine Moabiterin. Eine Moabiterin. Und schaut ihr, das ist auch so eine, eine freche Frau, also eine mutige Frau. Erstens mal ist sie unwahrscheinlich loyal zu ihrer Schwiegermutter, zu der Naomi. Sie ist loyal zu Gott und in Bezug auf Boas, weil der ein bisschen schwer von Begriff ist,
tut sie durchaus auch unkonventionelle Methoden anwenden. Oder? Man dann nämlich am Abend in seinem Bett hat er gedacht, was ist der Hunger? Das war Ruth. Also er hat durchaus auch ein bisschen eine forsche Methode genommen. Und das ist eine Moabiterin. Die DNA von Moab, hey, vielleicht die Teilfrauen haben das drin. Dann wisst ihr, woher das kommt. Das hat schon früher solche mutige Frauen gegeben. Moab, das ist auch eine Chiffre für einen sicheren Ort. In 1. Samuel 22 tut nämlich der König David, der designiert ist als König und muss vor dem Saul flüchten, bringt er seine Familie, also Vater und Mutter, und sich selber rettet er nach Moab. Und er darf dort in Moab leben und die Eltern dürfen dann in Moab auch bleiben, also dass sie geschützt sind vor dem Zugriff vom Saul. In Berlin gibt es ein Quartier, das Moabit heisst. Und wir vermuten, dass die Hugenotten, die das Quartier eingerichtet haben und belebt haben und dorthin geflüchtet sind in den Verfolgungen, dass die aufgrund von dieser Geschichte den Namen gewählt haben, also sicherer Ort, Moabit. Also, ehren wir doch die Töchter vom Lot. Sie haben DNA für mutige Frauen in unsere Gemeinden und unsere Völker gelegt. In vertrackten Familiensituationen werden sie wie Moab ein Ort von der Sicherheit. Zum Beispiel in der Familie von meinem Vater, der völlig aus dem Ruder gelaufen ist, der völlig keine Vorzeigefamilie ist, der völlig nur dysfunktional war, war es Grossmutter. Die Grossmutter war Moab. Und sie war der sichere Ort für meinen Vater und für seine Schwester. Das war der sichere Ort. Sie ist dann leider auch gestorben, ist es dann zum Glück die christliche Gemeinde geworden, ist dann Moab geworden. Ehren wir die Frauen, die klug und mit weiser Voraussicht unsere Familie zusammenhalten und zusammengehalten haben. Und vielleicht manchmal eine Konvention überschritten haben, wo sie eben nach unserem Gusto ein bisschen zu frech waren oder ein bisschen zu forsch waren. Oder da haben sie dann etwas bekommen, ja, hat die Hosen an oder ist der andere Pantoffelheld. Also da können alle die Sprüche vergessen das. Das sind mutige, starke Frauen, die wir ehren. Und darum haben wir auch die aufgenommen in die Gottesdienstreihe, die Töchter Lots. Es gibt keine Predigt über die. Ich habe 30 Jahre arbeite hier in diesem Job. Ich habe noch nie eine Predigt gehabt. Und ich tue mich als Entschuldigen vor diesen Töchtern, dass ich die bis jetzt nicht geehrt habe für ihren Mut. Und sie sind von Gott auch als gerecht angeschaut. Sie werden als gerecht angeschaut. Sonst würden sie eigentlich nicht mehr erwähnt werden, denn irgendwann. Aber sie sind da. Und ich möchte euch Mut machen. Eure Familie kann vielleicht ein Zimmer haben, das Moab heisst. Das ist ein Zimmer, wo Leute einfach mal kommen können. Das kann im Keller sein. Das kann irgendwo im Erstrich sein. Irgendwo hat er einen Raum, das ist Moab. Da können Leute sicher einen Raum finden für eine gewisse Zeit. Und vielleicht seid ihr eine Frau, die eben DNA von diesen Töchtern drin hat. Moabitische DNA, die ein bisschen frech, mutig und forsch ist. Du bist von Gott gross geachtet und auch von uns. Amen.